Der Staatsminister sagte, Grexit wäre nicht mehr im Ordre du Jour. Das ist höchstens provisorisch der Fall an unseren Ehren. Weil ich meine, das geht anders los schon technisch weit. Es sind immer los, eigentlich, dass er die Römer Kredit, die nicht drin bezahlt, gehen als an sich, als die große Frage, wie lange haben wir die definitiv verhit, los durch den Conseil da rausgezögert. Das kann ich nicht davon ausgehen, wenn in die Situation nur guckt, dass man das Problem definitiv gelöst hätte. Die Frage ist, wie weit sind die Konklusionen vom Conseil Européen überhaupt umsetzbar? Mit wie viel menschlichem Leid will man danach Griechenland konfrontieren? Verträgen, politisch Zerstörungsarbeit kann gelegt gehen nach an dem Land, wird los schon politisch fragmentiert gauf, mit einer Majorität, die unsicher ist, wo los schon der Premier muss bei der Opposition den nächsten Unterstützung sicher gehen, wo man auch gesehen und über die letzten Jahre nicht immer mehr Radikalparteien nach Griechenland wussten und froh ist, kriegen die nicht nur eine neue Chance durch die Doakoren. Und dann muss ich noch klar sehen, dass ökonomisch Griechenland die Strukturreformen nicht kann bringen, die nur verlangt sind. Ein Land, das am Euro nicht konkurrenzfähig ist, allein schon durch die geografischen Konditionen, durch den strukturellen Budgetdefizit, durch eine praktisch inexistente industrielle Basis, durch Tourismus, Nodeler durch die Europäische Union, russischen Touristen, weil Griechenland muss ein Visum kaufen, an der Türkei und in Ägypten brauchen das nicht. Alles das sind auch Nodeler, die Griechenland hat an der Europäischen Union. Für uns ist es wichtig, also auch deren Schmeck, für jeder Einheit, dass wir ein stabiles Griechenland tun. Und dass alle Lösungen, die wir wirklich sichern, wenn die da noch nicht mehr hält, muss man die nächste sichern, mit einer Lösung wie Griechenland, als eigentlich die Stabilität von dem Land garantiert. Ein Land, das an einer extrem unsicheren Region leidet, das konfrontiert das mit einem Migrationsproblem, was konfrontiert das mit dem Konflikt am Nahen Osten, mit einem türkischen Nachbar, der nicht immer einfach ist, an den Orlo mit Russland und Serbien neue Nachbarn hört, die es wollen, aber auch an eine neue politische Orientierung eventuell ran invitieren. Interessant für uns als ADR ist, dass Deutschland eine Proposition zu einem bestimmten Blick gemacht hat, die dementspricht, was wir auch als ADR als die beste Möglichkeit gesehen, nämlich den temporären Grexit, um dann für Griechenland zu helfen, remoppen zu kommen, nicht für definitiv auszuschließen. Wir müssen in der Reform Materialismus rugehen. Aber bedenklich ist es für uns, dass der Conseil Européen über den europäischen Stabilitätsmechanismus soll operieren, der ja auch seine Regeln hat, die aber wahrscheinlich nicht respektiert gehen, wie zum Beispiel die Frage, als Euro als ganz lange vor, eine Analyse, die müsste am ESM gemerkt gehen, als einfach das nicht. Als die griechische Schulden lässt, überhaupt zu den Nebel, eine Kondition wie die Intervention vom ESM, also aber nicht der Fall. Wir haben logisch gewonnen mit dem neuen Kredit eine griechische Verschuldung von 200% vom PIB. Das ist nicht zu den Nebel. Er ist also froh, ob wir den neuen Vertragsbruch können, bei denen, die wir schon hatten, an der Dauer froh. Und inakzeptabel, also für uns, das muss dem Herrn Staatsminister sagen, dass der Herr Staatsminister dahin kommt, an einen rechtfertigten Direktor. Ihr könnt dahin und seht, wenn wir zu 19 rund um den Tisch sitzen und jeder in einer anderen Meinung, da kommen wir nicht vor, wie fein ist es doch, dass Deutschland und Frankreich sich zurückziehen und mit den Griechen allein verhandeln. Und dummer, da wäre aus allen Dingen gemacht. Man da verzichtet doch auf ihren Platz am Europäischen Konsei. Also, da normal, dass der Staatsminister den Präsidents hört. Präsidents muss antichambrieren. Dass Herr Tusk zwar da sitzt als Konseilspräsident, mit Präsidents tournante vom Conseil Européen, die antichambriert, während die Deutsch und die Französisch Nopere verhandeln. Und da kommen die hin und die justifiziert das. Die sagt, das wäre ein gutes Sache. Aber die riskiert doch, die Repräsentation von den kleinen Ländern überhaupt auf Frage zu stellen. Ihr wisst ja, was ich jetzt nur so in Herr Karteiler. Herr Präsident, wir sind Ihnen so dankbar. Es tun also der ganze Chamber, dass Herr Büttel als Staatsminister als Repräsentation am Conseil Européen auf Frage stellt, diese Deklarationen. Aber wie im Zustand als Europa am Blick? Lass mal doch einen objektiven Blick gucken. Lass mal nicht so ein Europa als stark. Der Staatsminister könnte dahinter sehen, Europa als stark. Aber nein, Europa ist am Blick so fragilisiert, wie man noch nie kann tun. Es ist an einem katastrophalen Zustand. Nicht nur als Währung an einer extrem tiefen Krise. Da könnte noch dabei, dass man nicht mehr die Flexibilität, wie all die Elargissementer, die man wollen machen, überhaupt noch zu gerieren. Und der Brexit als ein Symptom dafür. Von einem Land, das für sich einen Ausspruch hält, rauszukommen aus einem Karkon, der viel zu eng und viel zu streng ist als die Mombasländer und nicht nur für die Briten. Wir haben das Migrationsproblem, das wir nicht können mit guten Wörtern und guten Intentionen lesen, aber das bringt die freie Bewegung von den Personen an Gefahr an Europa. Und da haben wir den Schengen-Akkord. Eine andere große Gefahr, die wir
vis-à-vis stehen. Müssen den Echec an der Bäusepolitik am Partenariat Oriental an der Mittelmeer. Wir brauchen nicht Scheiweder, Herr Präsident. Denn der Staatsminister seiner Regierung soll nicht dahin kommen, an als schlimme Scheiweder. So, wir sollen einen realistischen Blick auf Europa werfen und dann die Konklusion ziehen, die uns allein kann in Zukunft bringen. Und das ist das, was wir näher an Europa brauchen. Ein Europa von den Nationen, ein Europa von mehr Flexibilität, weil das dann ermöglicht, auch ein solidarisches Europa zu haben. Ich sage nicht, merci.